Hi Leute, hier ist nochmal der Chomp. Mal ganz kurz wollte ich euch mitteilen, was sich bisher so verändert hat. Also wir haben jetzt Level 30 erreicht, eine neue Stadt ist verfügbar, Los Angeles. Also natürlich eine Anlehnung an Städte, die es natürlich schon gibt. Wir haben jetzt gerade einen Film fertiggestellt, ich glaube der sechste mittlerweile oder der fünfte, weiß jetzt auch nicht mehr, guck gleich, welchen wir gedreht haben. Wie gesagt, wir haben ja nur einen ohne Studio gedreht und den Rest dann mit unserem Studio. 50 Diamanten habe ich als Belohnung bekommen und ich habe heute tatsächlich auch mal welche gekauft. Ja, genau, so sieht es aus. Werde ich gleich vergeben. Ich habe heute nochmal Diamanten gekauft und zwar dieses, ja, hier war ein Paket, 1250 Diamanten für 4,99. So, ich habe mir heute sowieso eine Paysafe-Card geholt für ein anderes Spiel, welches ich nebenbei noch gespielt habe. Und habe ich halt einmal verwendet. Das kann man nur einmal kaufen. Ansonsten kriegt man halt nur 500 Diamanten für 5 Euro. Ja, wie gesagt, da kriegt ihr 750 mehr. Müsst ihr überlegen, ob euch das was bringt. Ich habe das jetzt auch nur gemacht, um mal ein bisschen voranzukommen. Und jetzt werden wir mal eben schnell die Punkte vergeben. Was gehe ich denn? Nehmen wir Ausdauer. Und nee, das Kraft und hier ist Ausdauer. So, Scheinchen gegen Verbrauch. Ja, wir haben ja genug. Jetzt bin ich auch bei 300 da. Wie gesagt, wir sehen jetzt ein bisschen anders aus, haben jetzt hier ein schickes Höschen an und so weiter und so fort. Burning Man, Burning Bernie, habe ich auch nochmal gemacht und die Missionen werden natürlich ein bisschen schwieriger. Jedes Mal, wenn man einen Film dreht, muss man jetzt immer mehr Krempel zusammensuchen. Also jetzt ging es darum, Energie zu verbrauchen bei den Missionen, 10 Kämpfe zu machen und, glaube ich, 14 Mal Bettwäsche einzusammeln. Das ist natürlich schon ein bisschen nervig, weil man dafür, um eine höhere Chance zu haben, öfter diese Bettwäsche zu bekommen, muss man hier tatsächlich diesen Jagdinstinkt holen. Entschuldigung. Und dann bekommt man auch öfter diese Bettwäsche. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Erfolg hier fertig. Weltreise, erreiche Gebiet 3. Gut, da war ich noch nicht drin. Trillerpfeife. Minus Charisma. Okay, das Charisma könnten wir irgendwann nachkaufen. So, Filmografie. Stimmt, 5 Filme habe ich produziert jetzt. So. Können wir uns mal kurz angucken. Nee, Produktion wollte ich jetzt noch nicht starten. Wir haben jetzt, wo war denn hier? Filmografie, Filmhistorie. Richtige Prolls eingelocht. Das war der letzte, den wir gedreht haben. Wir müssten mal irgendwie zusehen, dass wir ein bisschen in der Wertung höher kommen, aber obwohl, jetzt müsste das möglich sein. Ich glaube, man muss 5 Filme gedreht haben, um ein besseres Set zur Verfügung zu bekommen. Ja, der hat die beste Wertung hier. Freundliche Hausfrauen besugeln sich. Und wie gesagt, unten ist der, der ohne Studio gedreht wurde. Schlüpfrige Schweinereien bis zum Morgengrauen. Wir werden gleich noch eine Produktion starten. Irgendwas wollte ich gucken. Ich wollte echt mit jemandem schnell nach Los Angeles. So, das ist jetzt frei. Hüpfen wir mal rein da. Die Städte werden größer. Oh, hier sieht schon ein bisschen anders aus. Tits. Blablabla und so weiter. Ja. Ab Stufe 70, okay, jetzt müssen wir uns eine ganze Weile hier aufhalten. Ihr seht, man wird jetzt etwas länger hier dran gebunden. Aber ich habe schon mal erklärt, das ist auch kein Spiel, was man eigentlich den ganzen Tag spielen kann oder mehrere Stunden. Eigentlich nur mal reingucken und so ist man halt mehrere Wochen beschäftigt. Wenn man dann mal langweilig ist oder wenn es draußen regnet und so weiter und so fort. Was wollte ich jetzt machen? Genau, wir werden noch eine Produktion starten. Wir haben noch ein paar Diamanten, wir haben Kohle. Produktion starten, wir werden uns was aussuchen. Okay, das Studio muss 50% ausgebaut sein. Dazu muss man erstmal wieder Geld einzahlen, das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. So, Standardproduktion. Jetzt können wir immerhin eine Fabrikhalle als Austragungsort unseres filmischen Könnens wählen. So, das nehmen wir. Animalische Männer am Bahnhof, nee. Also, wir haben ein paar Diamanten. Sehnsüchtige Dominas, ziemlich erschöpft. Ah, ich weiß nicht, das klingt auch schon ziemlich beschissen. Okay, wir gucken mal, ein bisschen wirklich haarige Kerle und die wilden Hengste. Oh Gott, was ist das? Schlüpfrige Sternchen auf dem Hochsitz. Hilfreiche Massage im Taxi. Nein, qualmende Prolls im Taxi. Dreckige Nippel am Abgrund. Ich weiß nicht. Das sind doch keine Pornotitel, was ist denn das? Wer guckt sich denn solche Filme an, ja? Verspielte Hausfrauen, die lieben es.
Ich glaube, die haben hier so einen Generator. Entschuldige, Wuchtbrumm am See. Okay, das nehmen wir. Ich glaube, die haben hier so einen Generator, der einfach alles zusammenschmeißt. Das könnten wir rein theoretisch so nehmen. Oder? Können wir mal kurz gucken, was für einen Ausschnitt kann man hier noch nehmen? Ne, der sieht man hier heute nicht. Hier sind leider keine Titten in dem Sinne zu sehen. Ah, okay, den Ausschnitt könnten wir so nehmen. Eine Wuchtbrumm sieht hier aber nicht aus. Ich will Supreme! Ne, eigentlich will ich, dass der Text woanders erscheint. Wie seitlich. XXX. Obwohl es eigentlich besser kommt, irgendwie. Ich kenne die Text an der anderen Seite. Aber warte mal, das ist ja. Ne, das ist ja Rahmen. Obwohl, das nehmen wir. Doch, das würde ich nehmen. Mal kurz beim Ausschnitt gucken. Nee. Ja, eigentlich wäre es besser, wenn man sie sehen kann, finde ich. Hier gibt es ja schon genug Weiber, die komplett zu sehen sind. Okay, das nehmen wir. Einen Rahmen nehmen wir gar keinen, würde ich sagen. Hintergrund. Sieht ja auch alles gleich aus, finde ich. Weiß nicht. Kann man irgendwie auch klemmen hier, oder? Die Rahmen sehen eh alle beschissen aus. Ich meine, das macht wohl nicht viel aus. Gut, wir nehmen den Rahmen. Weiter. So, das kostet uns 10 Diamanten, knapp 3000 Scheinchen. So, und dann werden wir jetzt drehen. Was ist das denn? Fließbandrollen gefunden. Kann eine Mission gefunden werden. Jetzt brauchen wir also keine Bettwäsche mehr, sondern Fließbandrollen. Zeitmission abschließen. 10 Stück. Und dreimal im Sexshop neue Angebote aufrufen. Gut, wir haben ja noch ein paar Diamanten, das kann man schnell machen. Die Zeitmission kann man auch abkürzen. Da kann man einfach die kürzesten aussuchen. Mit den Fließbandrollen wird es wohl ein Weilchen dauern. Das machen wir dann nebenbei. Ich habe auch schon einige Duelle durchgeführt hier. Mir ist auch aufgefallen, es ist leichter, wenn man angegriffen wird und hier in dieser Duell-Historie guckt und dann die angreift, gegen die man schon ein paar Mal gewonnen hat. Hier den mittlerweile hau ich öfter um. Und die anderen habe ich auch alle geschafft hier. Das ist also kein Problem. Also lieber die anwählen, die man hier schon ein paar Mal geschlagen hat. Gut, die werde ich jetzt nicht mehr so oft, weil die ist ja Stufe 20 hier oder so. Genau, da kriege ich ja eh kaum noch Ruhm. Also Ruhm ist schon irgendwie wichtig, so im Nachhinein. Ja, das wäre jetzt eigentlich so das Grundlegendste, was sich hier so verändert hat. Ansonsten ist mehr oder weniger alles gleich geblieben. Es ist immer noch verhältnismäßig unterhaltsam, wenn man mal nur ein paar Minuten reinguckt. Also wie gesagt, nach 2 Stunden wäre mir dann doch schon ein bisschen langweilig. Normalerweise habe ich, also heute habe ich die Diamanten geguckt, damit ich ein bisschen schneller vorankommen kann, also dass ich ja ein bisschen die Zeitmission durchlaufen. 17 Minuten werde ich bestimmt jetzt nicht weiter dranhängen. Und ja, wie gesagt, wenn wir mal irgendwann Stufe 70 sind, dann gucken wir nochmals auf und dann gucken wir mal. Ich weiß ja gar nicht, wie weit man aufsteigen kann. Habe ich mir jetzt auch nicht durchgelesen, das muss ich dann irgendwann zeigen. Aber ich schätze mal, irgendwann wird es schon so eine Begrenzung geben. Naja, hier, wie gesagt, kann ich auch nochmal aufladen. Man bekommt eigentlich jedes Mal einen Bonus. Nur noch bis Level 40. Man bekommt aber jedes Mal einen Bonus, wenn man hier irgendwie weiterkommt. Also auch das. Ich habe bisher noch nie komplett hier Diamanten zahlen müssen. Also wenn da 40 steht, dann nicht 40 zahlen müssen. Ja, das war es eigentlich soweit erstmal. Ihr könnt mir ja mitteilen, wie ihr dieses Spiel findet. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen langatmig, aber vielleicht ist es daran, dass ich die Flammensachen nebenbei noch machen würde. Irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Bin ich auch nicht sonderlich geduldig, um mir sowas so reinzuziehen. Ja. Wartezeit. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mitteilen, wie ihr das findet. So. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge bei Stufe 70 dann. Also, bis dann, Leute.